Grüezi miteinander. Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu einer weiteren Folge unserer Serie Meilensteine der Schweizer Geschichte mit Professor Christoph Mörgel. Jeden Samstag führen wir Sie an eine historische Örtlichkeit unseres Landes, um einzutauchen in die faszinierenden Kapitel der Schweizer Geschichte. Es geht auch darum, das zu vergegenwärtigen, was heute vielleicht in den Schulen gelegentlich zu kurz kommt, sie zum Mitdenken anzuregen und auch zu interessieren für die schweizerische Geschichte. Heute sind wir an einem Ort, der einem wie eine Filmkulisse aus der Vergangenheit vorkommt. Aber es ist eben keine Filmkulisse, sondern es ist echt. Es ist eine historische Anlage, ein Anwesen, könnte man sagen. Ich versuche hier ein paar Blicke einzufangen mit einem Rundgang. Entsprechend, ich muss da immer reinschauen, sonst verliere ich die Orientierung. Sie sehen da auch eine Holzkonstruktion, eher neueren Datums, aber hier sehr schöne Fachwerkhäuser, Türmchen, Mauern, da ein ebenfalls sehr imposantes Gebäude mit einer Dachzinne und hier steht schon auskunftsbereit unser Historiker Christoph Mörgel. Ja, lieber Christoph, wo sind wir hier und was hat es mit dieser wirklich sehr, sehr beeindruckenden, wunderschönen Anlage in einer auch sehr schönen Ortschaft auf sich? Wir befinden uns im Hof der Wettsteinhäuser, Gemeinde Riehen, gehört zum Kanton Basel-Stadt. Und hier hat gewohnt und gewirkt und sicher auch politisiert, Empfänge gehalten, der bedeutende Basler Bürgermeister Johann Rudolf Wettstein. Er hat in den 1640er und 50er Jahren eine eminente, auch international für die Schweiz wichtige Rolle und Tätigkeit ausgeübt. Er war ein vorzüglicher Diplomat und hat es erreicht, dass die Schweiz als Ganzes, die Eidgenossenschaft, unabhängig vom Deutschen Reich geworden ist. Bevor wir auf die Persönlichkeit von Wettstein zu sprechen kommen, noch ein Wort zu Riehen. Das ist ja auch ein Ort mit einer interessanten Geschichte und einer interessanten Atmosphäre, sehr ländlich, wunderschön. Vielleicht noch ein paar Sätze zu Riehen. Riehen ist ein Dorf, das zur Stadt Basel gehört. Riehen ist ein Dorf, das nicht abgefallen ist zu Beginn der 1830er Jahre. Von Stadt Basel, da gab es Schwierigkeiten mit der Landschaft und der heutige Kanton Basel-Land hat sich abgespaltet, leider in relativ gewaltsamer Art und Weise. Man hat sich nicht sehr friedlich getrennt, aber Riehen ist bei Basel-Stadt geblieben und gilt heute als vorzügliche Wohnadresse. Eine Art Reduit der reichen und erfolgreichen Basler Familien, der alteingesessenen Bourgeoisie, kann man das so zusammenfassen, nach wie vor? Kann man schon sagen, aber wahrscheinlich gibt es schon noch steuergünstigere Gemeinden. Aber Riechen gilt als guter Wohnort, sehr viel Lebensqualität. Man ist schnell in Süddeutschland, schnell im Elsass, schnell in der Restschweiz. Also es ist wirklich eine vorzügliche Adresse, vor allem natürlich bekannt geworden durch die Fondation Bayerler, dieses erstklassige Kunstmuseum. Nun also zu Johann Rudolf Wettstein, eine der ganz großen Figuren der Schweizer Geschichte. Du hast die Zeitumstände schon angesprochen. Wir reden da vom Dreißigjährigen Krieg, wir reden vom Westfälischen Frieden, wir reden von den Stürmen der Geschichte. Und mittendrin dieser Wettstein, wer war er, was für eine Familie war sein Hintergrund, führe uns in das Leben, in die faszinierende Biografie dieses Staatsmanns. Wettstein war ein klassischer Aufsteiger. Es ist ganz erstaunlich, wie schnell er es an die Spitze dieser Stadt Basel gebracht hat. Denn er ist kein Urbasler. Sein Vater ist als Zuwanderer hierher gekommen. Sein Vater stammt aus Russikon im Zürcher Oberland. Er hat dort Weinbau betrieben, war Rebmeister. Ich weiß nicht, ob der Russiker Wein so wunderbar schmeckt. Russikon ist sehr schön, aber den Wein würde ich heute diesem Dorf nicht mehr zutrauen. Und er kam hierher, wurde Spitalmeister, hat gut geheiratet. Sein Sohn wurde diplomatisch ausgebildet und er hat bereits mit 16 eine 5,5 Jahre ältere Frau namens Falkner geheiratet. Die Ehe wurde leider ausgesprochen unglücklich.
Also ein Basler mit Migrationshintergrund, könnte man sagen, aus Zürich stammend, nicht ganz unkompliziert geregelt, ich etwas delikat, das Verhältnis zwischen Basel und Zürich. Damals offenbar war das kein Handicap, wenn man in Basel als Zürcher versuchte, seinen Weg zu machen. Er hat wahrscheinlich bereits Baseldeutsch gesprochen, weil er dort aufgewachsen ist. Aber ganz sicher hat er wirklich enorm Karriere gemacht. Er war in der Rebleute-Zunft und ist dann Obervogt geworden hier in Riehen und dann Bürgermeister der Stadt Basel. Als solcher hat er eine historische Mission vollbracht. Es hat ihn gepackt, als er hörte, dass hier der Westfälische Friede verhandelt wird, das Ende des 30-jährigen Krieges, und er sah für Basel, er sah für die ganze Eidgenossenschaft eine sehr gute Lösung. Was hat ihn ausgezeichnet? Was waren die hervorstechenden Qualitäten, die ihm seinen Aufstieg ermöglicht haben, bis an den Punkt, den wir dann nachher etwas vertiefen werden, nämlich diese ganze diplomatische, gesamtkunstwerkhafte Verhandlungsführung? Ja, was waren seine brillantesten Eigenschaften? Warum hat er in so kurzer Zeit diese wahnsinnige politische Laufbahn machen können? Er war sicher hartnäckig, er hat sein Ziel verfolgt von A bis Z. Er konnte auftreten, er war gewandt, diplomatisch und er war sehr, sehr bescheiden. Er hat nämlich an diesen Örtlichkeiten, wo er verhandeln sollte, ab 1646, zuerst in Münster, dann in Osnabrück, ausgesprochen ärmlich gehaust. Denn sowohl Basel wie die Eidgenossenschaft haben ihm fast nichts bezahlt für seine Mission. Und einmal, als er den schwedischen Gesandten empfing, hat er nach Hause geschrieben, er hätte ihm nur einen Stuhl mit abgebrochener Lehne hinstellen können. Hätte er diesen Besuch erwartet, hätte ich, so schreibt Wettstein, zur Erhaltung der schweizerischen Reputation die andere Lehne vorher auch abgebrochen. Was hat es mit dieser diplomatischen Mission auf sich? Warum kam überhaupt ein Basler Bürgermeister in die Rolle, eine diplomatische Gruppe, eine Verhandlung anzuführen am Westfälischen Frieden? Die Schweiz war ja nicht eine Kampfzone, wenn man so will, des 30-jährigen Krieges oder nur zum Teil vielleicht gewisse Landesteile. Aber wie katapultierte sich Wettstein in diese zentrale Kampfzone der europäischen Geschichte? Tatsächlich hat sich die Schweiz zum Glück raushalten können, und zwar vielleicht vor allem wegen der Konfessionsspaltung. Weder die Reformierten noch die Katholiken konnten es wagen, sich einer Seite anzuschließen, weil die jeweils andere Seite eifersüchtig darauf gewacht hat, dass das nicht passiert. Wettstein ist aber Vertreter einer Handelsstadt. Und die Basler hat es immer wieder geärgert, dass das Reichskammergericht über Basel zu Gericht saß. Das hat diesen Handel ständig handicapiert. Und Wettstein hat gesagt, jetzt gehe ich an diesen Kongress, wo die Diplomaten irgendwo versammelt sind. Ich suche sie auf und ich versuche eben Basel, aber nicht nur Basel, sondern möglichst die ganze Schweiz von dieser formellen Reichszugehörigkeit zu befreien, dass die Schweiz eigenständig wird. Also Wettstein war ein Pionier der schweizerischen Unabhängigkeit. Das kann man so sagen, das hat man lange Zeit nicht so direkt begriffen, dass er nicht nur die Unabhängigkeit, die Souveränität der Schweiz gerettet oder wiederhergestellt hat, je nach Lesart. Man hat gedacht, ja, der war jetzt da und man musste diese Mission bezahlen. Natürlich war er bescheiden, aber es war doch etwas teuer. Irgendwann haben dann aber sogar die katholischen Orte gemerkt, dass dieser Wettstein für sie etwas rausholen kann. Zuerst durfte er nur für die reformierten Orte verhandeln. Und sie haben ihn beauftragt, wirklich einen Abschluss zu finden. Und dieser Abschluss bestand in den Worten, wie er es selber dann ausdrückte, es ist reichs- und weltkündig, dass die Schweiz ein unabhängiger Stand ist, so außer von Gott, von niemandem abhängt. Das ist ja hochinteressant und das muss man noch ein bisschen erklären, weil ich das nicht à fond
verstanden habe. Was war das große Problem der Eidgenossenschaft am Ende dieses 30-jährigen Krieges? Was war die Not, wenn man so will, die politische Not, die einen Mann wie Wettstein an diese Verhandlungen führte? Gab es denn Probleme, dass die Schweiz eben nicht unabhängig war, dass sie da, wurde sie dominiert, wurde sie unterjocht von den kaiserlichen Machthabern oder von anderen Fürsten? Was war das große Problem der Eidgenossenschaft, das eben Wettstein da an diesen Verhandlungen zu lösen trachtete? Formell war eben die Eidgenossenschaft noch immer Mitglied des römisch-deutschen Reiches. Darum sind auch die Kantonswappen jeweils unter dem Reichsadler abgebildet. Und jetzt kamen hier die Franzosen, die hatten gar nicht so Freude an dieser Anbindung. Die Habsburger haben mit sich reden lassen, ebenfalls die Schweden. Und Wettstein hat die historische Chance gepackt an diesem Verhandlungsereignis, wo wirklich die Staaten über ihre Souveränität gesprochen haben. Es geht jetzt erstmals um Souveränität im Grunde in der Geschichte von europäischen Staaten, hier die Chance zu packen für die Schweiz, dass sie eben auch zu dieser formellen Souveränität kommt. Hat er den Souveränitätsgedanken als solchen auch formuliert? Also ist er auch ein wesentlicher Präger einer schweizerischen Identität im Sinne einer Eigenstaatlichkeit? War er auch jemand, der diesen politischen Gedanken als einer der ersten formuliert hat? Oder lag dieser Gedanke einer eigenständigen Schweiz, einer Eidgenossenschaft, die eben auch ein souveräner Staat sein wollte, bereits in der Luft? Ja, das hat ihm schon gefallen, die Vorstellung, dass man quasi alte Freiheiten, die ja eben in den Heldengeschichten und Sagen dieses Landes immer wieder überliefert und erzählt wurden, dass man die gewissermaßen wiederherstellen kann. Das heißt nicht, dass man nicht auch Untertanen hatte, gilt übrigens auch für Wettstein, wir kommen auch dazu. Aber für das Land sah er durchaus den Gedanken der Souveränität, letztlich auch der Anerkennung der Neutralität, auch wenn das noch nicht deutlich ausgesprochen wurde. Aber es war so, er hat diese Mächte so überzeugen können, dass sie am meisten profitieren von einer souveränen Schweiz, dass sie dann eingelenkt haben. Und wie hat er ihnen das verkauft? Wie hat er ihnen diese Unabhängigkeit der Schweiz schmackhaft gemacht? Wenn ich mich jetzt mal so ganz banal und vielleicht fast etwas primitiv in die damalige Zeit hineinversetzen möchte, was kann das Interesse dieser Mächte sein, die Schweiz da in die Unabhängigkeit, in die relative Unabhängigkeit zu entlassen, da diese renitenten Eidgenossen, die schon früher negativ aufgefallen sind als schlechter, da gegen die kaiserlichen Truppen, die Herzöge abgemurkst haben, um es jetzt etwas drastisch hier zu formulieren. Wie konnte Wettstein diesen Mächten die Schweiz verkaufen? Profitiert er allenfalls auch davon, dass nach dem 30-jährigen Krieg die anderen einfach bis zur Erschöpfung sich gegenseitig abgeschlachtet hatten? Oder wie hat er das genau durchgebracht, hier die Unabhängigkeit? Europa ist natürlich tatsächlich erschöpft in diesen Abschlussjahren des 30-jährigen Krieges. Der hat ja ungeheuerlich gewütet und die Schweiz hatte hier ausgesprochen Glück, dass hier ihr nichts passiert ist durch diese Organisation und eben die Glaubensspaltung. Aber in der Tat war er sehr, sehr hartnäckig. Er ist einfach geblieben, Monat für Monat, hat auch dann den Ort gewechselt, eben von Münster nach Osnabrück, als dieser Kongress umzog, hat private Beziehungen geknüpft zu den Diplomaten, hatte offenbar ein einnehmendes Wesen, dass man sagte, diesem Schweizer geben wir jetzt mal etwas, vielleicht auch nur, dass er uns nicht mehr belästigt. Also man muss vielleicht noch hinzufügen, meine Damen und Herren, vielleicht eine kleine Fußnote hier, der 30-jährige Krieg, für alle, die jetzt mit dieser Geschichtsepoche nicht so vertraut sind, von 1618 bis 1648, das ist ein Krieg im Gefolge der Reformation, der Glaubensspaltung in Europa, wo sich eben die Reformation mit theologischen, mit wirtschaftlichen und auch mit politischen Motiven mischte. Das Ganze verursachte große Spannungen, die sich dann entluden mit einer Reihe von sehr, sehr schillernden Protagonisten, Wallenstein zum Beispiel, dieser Condottiere, dieses Logistikgenie, dieser General, der im Dienste der kaiserlichen Truppen als Feldherr wirkte, der kaiserlichen Krone als Feldherr wirkte, dann Gustav Adolf, der
gefräßige Schwede aus dem Norden, der das Einreich ausbauen konnte bis zur Schlacht bei Lützen, glaube ich, dort ist er gefallen. Dann andere Exponenten aus Frankreich wirkte hinein, der Kardinal Richelieu, eine der ganz bedeutenden machiavellistischen Gestalten der französischen Geschichte. Und die Schweiz eben mittendrin in diesem Weltenbrand, in diesem Sturm, Christoph Mögli hat es gesagt, der 30-jährige Krieg hat Deutschland entvölkert. Ein traumatisches Erlebnis, das die Deutschen geprägt hat über die Jahrhunderte und viel zu wenig vielleicht auch gewichtet wird in der Beurteilung der deutschen Mentalität und auch der deutschen Staatsgründung. Das wäre natürlich auch nochmal ein Kapitel für sich. Aber das Wunder irgendwie, dass diese Schweiz, glaube ich, mit Ausnahme des Kantons Graubünden relativ ungeschoren hier davon kam, also auf diesem Schachfeld, auf diesem Brett, auf dieser Schlachtplatte, muss man sagen, konnte sich damals Johann Rudolf Wittstein bewähren in einer Zeit größter Not, größter Entbehrungen. Und da kann man eigentlich nur sagen, eine vielleicht der wirklich bedeutendsten historischen Persönlichkeiten der Schweizer Geschichte, dieser Wittstein. Unbedingt, auch wenn wir eben relativ wenig wissen von seinem Wesen, wie er ganz genau sich präsentiert hat. Wir wissen, dass er an Gicht litt. Er war also insofern ein geplagter Mann. Das hat ihn sehr, sehr geschmerzt und musste sich immer wieder überwinden, aufzustehen. Dann hat er auch gehört, dass seine Frau gestorben ist in der Zeit dieser Mission. Sie hatten trotz ehelichen Zwisten, er hat sie mal einen Tiger genannt, lieber verreise er, als zu Hause einen solchen Tiger auszuhalten. Wir könnten vielleicht meinen, Tiger ist ein Kosewort, das war hier aber nicht so gemeint. Aber natürlich hat ihn diesen Tod trotzdem erschüttert. Sie hatten zusammen 9 Kinder. Wie ist es nach diesem westfälischen Frieden für Wittstein weitergegangen? Ist er da als strahlender Held in die Schweiz zurückgekehrt, umjubelt, bekränzt, von Blumenregen empfangen auf dem roten Teppich? Nein, das nicht. Also man hat im Grunde erst im Nachhinein die Verdienste richtig gewürdigt von diesem Wittstein. Denn kaum war er zurück, eilte er weiter nach Wien, um auch beim Kaiser gewissermaßen diese Unabhängigkeit festzuzurren und dort auch seine Beziehungen spielen zu lassen. Er wurde dort auch außerordentlich geschätzt. Er ist sogar geadelt worden vom Kaiser. Er hat sicher da und dort auch kleine Geschenke angenommen, wie das halt so war damals in der Diplomatie. Denn von irgendetwas hat er ja hier bauen müssen. Er war zwar ein erfolgreicher Handelsmann, ein Weinhändler, aber eben ein bisschen verdienen musste man natürlich auch. Auch ein Weintrinker? Das war er meines Wissens nicht. Er hatte kein Alkoholproblem, er hat nicht mal seine Gicht im Wein ertränkt. Sonst wäre ihm diese Leistung wahrscheinlich nicht gelungen. Aber ein Meister darin, auf unterschiedlichsten Hochzeiten zu tanzen, so viele Interessen gleichzeitig zu vertreten, ohne die eigenen aus dem Auge zu verlieren. So kann man das sagen, es ist wirklich ein geglücktes Leben von außen. Er hat begonnen als Hauptmann in venezianischen Diensten in jungen Jahren, wahrscheinlich auch um seiner Frau zu entkommen. Die Mutter hat ihm dann einen strengen Brief geschrieben, er solle zurückkehren. Und wir wissen überdurchschnittlich viel von seiner Mission, weil er ein Tagebuch geführt hat. Wie ist er in Besitz dieser wunderschönen Anlage, dieser Wettsteinhäuser in Rien gekommen? Er hat diese Wettsteinhäuser kaufen können. Er war also doch begütert in seiner politisch aktiven Zeit, hat hier Empfänge gegeben, Gäste empfangen. Aber es war auch ein Wirtschaftsort. Er hat hier seine Weinhandlung, hat hier seinen Rebbau betrieben. Rien war damals ein Rebbaudorf. Und wann hat die historische Forschung die Anerkennung diesem Wittstein gezollt, die er verdient? Wie sieht die geschichtliche Rezeption dieses Staatsmannes aus? Wittstein war etwas weniger geeignet als Held der Schweizer Geschichte im Vergleich zu einem Wilhelm Tell, einem Winkelried oder auch noch einem Bruder Klaus, denn er war halt doch eindeutig ein Repräsentant einer protestantischen Stadt. Das hat es den Katholiken etwas schwer gemacht, auch wenn er für sie auch verhandelt hat. Er war übrigens von erstaunlicher Toleranz. Er hat auch den Ton mit den Katholiken gefunden. Das war damals nicht so einfach in der Schweiz. Aber
er hat dann in einem Punkt, und darum ist er vielleicht auch nicht ganz so populär geworden, wie man sich das denken könnte, in einem Punkt hart und blutig durchgegriffen. Ist Johann Rudolf Wettstein zum Zeitpunkt seines Todes als berühmter Mann gestorben in der Schweiz? Man hat ihn gekannt als Diplomat. Der blutige Teil möchte ich doch auch noch anfügen, weil es gehört auch zu seinem Leben. Er war im Ancien Regime dennoch verhaftet. Also es gab für ihn eine Obrigkeit, die er vertrat, es gab Untertanen. Und er hat beim Bauernaufstand, als sich die Basel-Landschäftler Bauern erhoben, im Jahr 1654 sieben Rädelsführer enthaupten lassen. Dazu steht in Liestal heute ein Denkmal, und dieses Denkmal spricht natürlich nicht für Wettstein. Und das ist diese blutige Linie, die es halt auch in der damaligen Zeit gab. Was ist das vielleicht die wichtigste Erkenntnis, die wichtigste Lehre, die wir heute aus seiner Diplomatie ziehen können? Die Schweiz, die Fragestellung, die Problemlage für die Schweiz hat sich ja nicht wesentlich verändert. Es geht immer darum, die eigene Unabhängigkeit zu behaupten, auch heute wieder gegenüber der Europäischen Union. Es laufen Verhandlungen, wir haben einen Bundespräsidenten, Außenminister, vielfach diskutiert natürlich auch in der Weltwoche. Was könnte ein Ignazio Cassis von Johann Rudolf Wettstein lernen? Wettstein hat natürlich den Wert der Unabhängigkeit erkannt. Er hat gesehen, dass man mit viel, viel einfacheren Mitteln die Probleme da löst, wo sie sich eben stellen und wo man sie auch lösen kann. Er wollte nicht Verantwortung für die ganze Welt, er wollte sie konkret am Ort in seiner Stadt Basel, in diesem Stadtstaat, es war ja auch das Land noch dabei, aber auch in der gesamten Eidgenossenschaft, egal ob protestantisch oder katholisch. Man hat das erkannt im 19. Jahrhundert, diese historische Leistung, zuerst natürlich in Basel. Es gibt die Wettsteinbrücke, es gibt den Wettsteinplatz, einen Wettsteinbrunnen, Wettsteinschulhäuser, Wettsteinallee und so weiter. Ich kann fast nicht fertig werden. Das ist aber im Wesentlichen 19. und 20. Jahrhundert. Und im Kanton Zürich, in Russikon? In Russikon weiß man natürlich auch, dass es sich wahrscheinlich um den berühmtesten Mitbürger handelt bis heute, wobei man über den Mitbürger diskutieren könnte. Sein Vater war es noch, aber er ist natürlich ein großer Sohn dieses kleinen Zürcher Oberländerdorfes. Und die Wettsteinhäuser hier in Rien haben ja auch eine interessante weitere Geschichte erlebt. Wir haben vorhin erfahren, auch im Gespräch mit den Verantwortlichen der musealen Anlagen hier, dass ein Spielzeugmuseum hier einquartiert war. Kannst du noch etwas sagen zu dieser Anlage heute? Was beherbergt sie? Was kann man hier erleben? Was kann man hier anschauen? Die Häusergruppe war nachher lange in der Hand von Erben von Johann Rudolf Wettstein, zuletzt bei der Familie Häusler, auch eine alte Basler Familie, und die hat das Haus dann an die Gemeinde Rien verkauft im Jahr 1959. 1972 wurde ein Spielzeugmuseum hier eingerichtet. Seither hat Rien auch den Rehbau wieder entdeckt als musealer Forschungsgegenstand. Es ist eine Art Ortsmuseum. Vor allem aber ist im letzten Jahr ein Museum für Kultur und Spiel hier entstanden. Ich habe es noch nicht gesehen, ich bin sehr gespannt. Und es gibt auch einen Lehrgang zu Johann Rudolf Wettstein, ist uns gesagt worden. Also lohnt sich hier einen Besuch zu absolvieren. Auch gastronomisch, glaube ich, ist Rien wunderschön und bestens ausgestattet. Unbedingt. Hier pulsiert die Kultur. Es gibt auch sehr schöne Landsitze. Man müsste sogar von Schlössern sprechen, die öffentlich zugänglich sind, wo Veranstaltungen stattfinden. Rien ist wirklich eine Reise wert. Und man sollte hier die Wettsteinhäuser nicht auslassen. Lieber Christoph, ganz herzlichen Dank. Ich rücke uns zum Abschluss wieder gemeinsam ins Bild hier. Wir schauen noch etwas auf diese malerische, historische Hintergrundkulisse mit dem Baum, mit dem schönen Fachwerkhaus und dem Türmchen. Ja, hier wird Geschichte lebendig, meine Damen und Herren. Wir bedanken uns auch ganz herzlich bei den Museumsverantwortlichen, dass wir hier im Hof
Gastrecht genießen durften und wenn wir da einen Beitrag leisten konnten, dass in Zukunft all die Tausenden, die Zehntausenden von Zuschauern von Weltwoche Daily einmal einen Abstecher nach Rien in die Wettsteinhäuser machen, dann haben wir unser Ziel für heute erfüllt. Meine Damen und Herren, wir wünschen Ihnen einen schönen Tag. Jetzt stupft mich gerade noch der Christoph Mörgli an. Was soll ich noch sagen? Vielleicht sollten auch die Basler mehr von Wettstein lernen. Nicht nur Plätze und Straßen nach ihm benennen. Die Stadt Basel, dieser Stadtkanton, war nämlich der einzige Deutschschweizer Kanton, der 1992 für den europäischen Wirtschaftsraum votiert hat. Also die Unabhängigkeit von Wettstein ist nicht mehr so ganz lebendig, wie es sie sein sollte. Ja, das sind jetzt halt die historisch aktuellen Lektionen, die wir da ziehen müssen. Und als Zürcher maßen wir uns an, hier den Baslern diese Schlussbotschaft noch sozusagen fasnachtsmäßig ins Stammbuch zu schreiben. Wir meinen es aber ernst, die Unabhängigkeit der Schweiz, meine Damen und Herren, muss eben auch von Basel aus immer wieder neu erobert werden und der vielleicht inspirierendsten Gralshüter dieser Unabhängigkeit, über den haben wir heute gesprochen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und Ihnen alles Gute. Wir freuen uns schon auf den nächsten Meilenstein der Schweizer Geschichte.